Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Das nächste Thema lautet Trennung der Deklaration von der Implementation. Kurz mal zur Wiederholung. Wenn wir eine Klasse erstellen, also hier Class und jetzt mache ich mal hier Person. Ja, Sie wissen noch, wir hatten ja das mit den Gettern und Settern, also Private STD. String, wir machen mal Vorname, STD, String, Nachname, um ein bisschen mehr zu programmieren, Integer, Alter und dann haben wir hier in die Public, haben wir die entsprechenden Getter und Setter reingepackt. Ich programmiere das jetzt nicht alles und natürlich am Ende der Deklaration der Klasse ein Semikolon machen. Das kann man jetzt alles, ja, wie wir es im ersten Semester gemacht haben, in eine Datei packen. Aber Sie merken schon, ne, wenn man viele Klassen hat und ein großes Main-Programm, alles in einer Datei, das wird ein bisschen groß. Und deshalb sagt man sich, naja gut, alles, was mit den Klassen zu tun hat, packen wir in eigene Dateien. Also jede Klasse bekommt eine eigene Datei oder genauer gesagt zwei Dateien. Das schauen wir uns an. Hier in Xcode oder Xcode hier von Apple geht das so, dass ich eine neue Datei hinzufüge. Das sehen Sie wahrscheinlich nicht. New, also oben File, New. Das sehen Sie hier, File. Also ich klicke auf File, New, File. Und dann geht ein Dialog auf und ich sage einfach neues C++-File, also neue C++-Datei. Die bekommt einen Namen und ist, sage ich mal, der Name soll sein Person und also create Header-File. Wenn ich das ausmache, kriege ich nur eine Person.cpp. Aber wenn ich sage, auch noch ein Header-Datei dazu und das wollen wir, dann sieht das wie folgt aus. In den Project und natürlich hier in den Project-Ordner rein. Zack, dann kriege ich eine Person.cpp. Und ich bekomme eine Person. Und hier auf Apple ist es Person HPP für Header PP. Unter ja, Windows, Visual Studio, unter Eclipse haben sie einfach nur Punkt H, die Header-Datei. Ja, die einen machen das Punkt HPP, die anderen machen es per CPP. Das ist wurscht. So, in der Header-Datei kommt jetzt, und dann gehen wir jetzt nochmal rein. So, das lösche ich mal und auch das lösche ich hier den Kommentar. In die Header-Datei kommt nur die Deklaration und in die CPP kommt die Implementation. Jetzt schauen wir uns erstmal rein. Jetzt haben wir hier dieses if n, if not defined, Personenpark, das macht er schon, das lassen Sie einfach drin. Es gibt auch unter Visual Studio, also die neueren Compiler, statt dieses if not defined, defined und dann Ende if, gibt es auch die Variante, dass man hier am Anfang der Datei hinschreibt, pragma. Once. Das heißt, diese Header-Datei nur, soll nur ein einziges Mal vom Compiler durchlaufen werden, selbst wenn sie mehrfach included wird. Da kommen wir gleich dazu, wie wir das machen sollen. Denn das ist wichtig, dass das nur ein einziges Mal natürlich deklariert wird, weil wenn es dasselbe zweimal deklariert wird, wird der Compiler meckern. Das ist die etwas moderne Variante, sollte inzwischen von allen Compilern unterstützt werden. Klassisch hat man das noch immer so gemacht, über die Pre-Compiler-Direktive if not defined, dann define es und das ist das end-if, sodass der Inhalt, der hier dazwischen ist, nur ein einziges Mal ja, durchlaufen wird. So, wie mache ich das, dass ich nur eine Klasse deklariere, inklusive ihrer Eigenschaften, aber nicht implementiere? Naja gut, wir sagen, Klasse Person, so wie Sie bisher kennen, geschwärfte Klammer auf, geschwärfte Klammer zu, Semikolon. Jetzt machen wir in den Private-Block die Attribute rein, std-String-Vorname, std-String-Nachname und wir nehmen jetzt klassischen Integer, Alter. Das war im Private-Block und jetzt gehen wir in den Public-Block und sagen, was es alles für Getter und Setter gibt. Ah, er meckert. String kennt er nicht. Ah, ich musste hier noch das include IOStream hinzufügen. So, ja, jetzt kennt er es. Gut. Und in den Public-Block packen wir jetzt die Getter und Setter rein, aber nur die Deklaration dieser Methoden. Das heißt, void set Vorname, std-String neuer Vorname und jetzt lasse ich die Implementation weg. Also ich fange jetzt nicht an, hier irgendwas rein zu implementieren, sondern ich sage, okay, das ist nur die Schnittstelle der Funktion und fertig. Das ist nur die Methodendeklaration. Ohne Implementation, wie sie genau funktioniert. Dann sage ich noch, es gibt Set Nachname, std
String neuer Nachname. So. Und hinzu kommt, weil ich es jetzt nicht implementiere, brauche ich eigentlich auch keinen Namen für diesen Parameter, weil das ist ja nur die Deklaration, dass wir sagen, wir übergeben hier nur einen String. Wie der im Endeffekt dann heißt, eine Implementation ist egal. Und da wir nur einen Parameter haben als String und das heißt Ding Set Vorname, dann passt das eigentlich. Können wir das auch weglassen. Hier ist es eindeutig, dass der String, den wir übergeben, der neue Vorname sein soll. Dann lasse ich es immer weg. Wenn es mehrere Parameter sind, gebe ich den trotzdem Namen, dass man nämlich hier schon sieht, in welcher Reihenfolge wie was übergeben wird. So, und dann haben wir noch void set alter und dem übergeben wir nur ein Integer. Machen wir noch die Getter. Rückgabewert ist ein String vom Typ std String. Get Vorname, kein Parameter, fertig. Std String get Nachname. Und wir haben ein Integer get alter. So, und das war's. Schauen wir mal, speichern. Gut, das ist die Deklaration der Klasse Person ohne Implementation. Klar, die Attribute sind klar. Welche Methoden es gibt, wie sie aufgerufen werden und was sie zurückliefern, ist auch klar. Aber nicht, wie genau diese Methoden funktionieren. Und das machen wir in der CPP. Und in der CPP wird automatisch schon die Person HPP inkludiert, also die Deklaration, sodass wir hier in der CPP direkt das implementieren können. Jetzt können wir aber nicht ein zweites Mal schreiben, Person, weil das Ding wurde ja schon deklariert. Wir wollen nur implementieren. Und wie geht das? Das geht, indem wir Folgendes machen. Ich schnapp mir mal die Set-Methode. Die übernehme ich mal. Oder ich mache mal hier nehmen wir nur die Setter-Methode. So, ich kopiere das mal, füge das hier ein. Jetzt wäre das aber eine normale Funktion, weil sie gehört nicht zur Klasse Person, weil wir ja nicht innerhalb dieser geschweiften Klammern sind. Damit der Compiler aber weiß, dass dieser Name hier oder diese Funktion, dass es dazu gehört, muss ich den Klassennamen davor schreiben. Doppelpunkt, Doppelpunkt. Kennen Sie schon. Vor diesem std doppelpunkt doppelpunkt cout. Gut. Also von Person set Vorname. Ja, das gehört jetzt. Jetzt möchte ich zu der Klasse Person die Methode set Vorname implementieren. Deshalb meckert er auch hier. Ich muss jetzt hier die geschweiften Klammer machen. Und jetzt kann ich reinschreiben, was das Ding tut. Und das macht nichts anderes als hier, der Parameter muss jetzt einen Namen haben, neuer Vorname. Und dann sage ich, Vorname sei gleich neuer Vorname. Dasselbe machen wir jetzt mal auch für, also kein Rückgabewert. In der Klasse Person gibt es noch das Set Nachname, std String, neuer Nachname. Ich mache mal hier ein bisschen kleiner. Nee, reicht nicht aus. Okay. So, und da sagen wir, Nachname sei gleich neuer Nachname. Zur Übung noch ein drittes Mal. Wir haben keinen Rückgabewert. Von der Klasse Person, Doppelpunkt, Doppelpunkt, gibt es noch Set Alter. Integer wird übergeben. Dem geben wir einen Namen. Neues Alter. Wir implementieren das wie folgt. Alter sei gleich neues Alter. Ja, und weil es so viel Spaß macht, machen wir dasselbe nochmal für die Getter-Methoden. Also, erste Getter-Methode, Get-Nach- oder Get-Vorname, also Rückgabewert ist std-String. Das Ding gehört zur Klasse Person, heißt Get-Vorname, ohne Parameter, wird wie folgt implementiert, liefer einfach den Vornamen zurück. Rückgabewert std-String von der Person, Get-Nachname, wird implementiert mit return Nachname. Und der Rückgabewert Integer ist von der Methode der Klasse Person, und zwar getAlter, ohne Parameter, wie folgt implementiert return Alter. Und das ist jetzt die Trennung von der Deklaration zur
Implementation hat den Vorteil, dass das sozusagen wie ein Inhaltsverzeichnis eines Buches ist, was diese Klasse alles kann. Wir sehen auf einen Blick, okay, wir haben drei private Attribute und wir haben drei Methoden hier, Set-Vorname, Set-Nachname, Set-Alter, ohne Rückgabewert, aber die werden mit String, String, String aufgerufen und wir haben drei Getter, die das zurückliefern. Der Rest als Nutzer dieser Klasse interessiert mich doch eigentlich auch gar nicht. Was interessiert mich, wie das Ding implementiert ist? Hauptsache, ich kann es nutzen. Ja? Und wenn Sie natürlich genauer reingehen wollen, dann gehen Sie in Implementation und dann können Sie genau gucken, ah, okay, SetAlter war so implementiert, dann kann man vielleicht hier noch zusätzlich diese Bedingungen reinmachen, wenn Alter, nur dann und so weiter. Das ist Trennung, Deklaration, Implementation. Jetzt haben wir schon drei Dateien im Projekt. Jetzt gehen wir in die Main. Wie können wir das Ding denn hier nutzen? Wenn ich jetzt versuche, eine Person, ja, Test anzulegen, wird er meckern, weil er die Person nicht kennt. Wir müssen sie noch inkluden. Und jetzt haben sie ihre ersten eigenen Header. So, und dann kann man jetzt hier, wahrscheinlich, wenn ich das eigentlich so mache, müsste es vorschlagen. Nee, macht er nicht. Person doch da. Person, HPP, er macht sogar einen Vorschlag. Gut. Und da inkludieren wir nur die Header-Datei, weil die Header-Datei schon, oder der Compiler, der Linker, sucht sich alles automatisch zusammen. Ja, weil hier in der Person CPP, da ist ja nur die Implementation drin. Wichtig ist ja die Deklaration, dass wir das haben. Selbst wenn ich das hier noch nicht implementiert hätte, ich kommentiere das mal alles hier aus. So. Ich speichere das jetzt. Wenn ich das jetzt versuche natürlich zu kompilieren, funktioniert es. Huch, das ist doch komisch. Ja? Ich habe es doch hier nicht implementiert. Naja, ich brauche ja auch nicht das, was hier steht, ne? Weil in meinem Main wird einfach nur eine Instanz von Test erzeugt. Und naja, ich greife auf keine Methoden zurück und das ist ja schon klar. Also das funktioniert, das ist relativ praktisch. Das heißt, Sie können schon in großen Projekten, können schon Dinge benutzen, obwohl sie noch nicht wirklich implementiert sind. Ja, aber erst wenn ich dann, wenn ich zum Beispiel sage Test, Punkt, Set-Alter auf 10, ja, wenn ich das versuche jetzt zu, ich kompiliere mal, Build fails, sagt er jetzt. Ich kann das nicht starten. Sie können das gar nicht sehen, weil es nicht auf dem Screen Recorder mit drauf ist. Aber hier hat er jetzt gesagt, das klappt nicht. Klar, weil es noch nicht implementiert ist, weil der Compiler jetzt merkt, ja gut, ich würde es gerne machen, aber hier, da, das Symbol, was hier deklariert wurde, wird nirgendwo aufgelöst. Der Linke hat ein Problem, diesen Code zu finden. Na ja, gut, also kommentieren wir das ein, dass der Compiler es kompilieren kann. Und dann sollte es auch klappen. Ich schaue mal, ja, klappt, wenn ich das starte. Ja, Set, Alter, 10 und so weiter. Gut, Sie können auch selbst jetzt mal ein bisschen üben, dass Sie sagen, ich würde noch eine Infomethode hinzupacken. Können Sie mal kurz überlegen und auf Pause drücken. Ansonsten machen wir jetzt gemeinsam weiter. Also eine Infomethode würde ich in den Public-Bereich reinpacken, ohne Rückgabewert, Info, so. Das ist die Deklaration. Und die Implementation sieht einfach so aus, ich habe keinen Rückgabewert zur Person, die Info-Methode und die macht halt irgendwie std, cout, Vorname, das kennen wir ja, Nachname, das Alter, Alter, Punkt, neue Zeile, irgendwie sowas. Ja, dann gehen wir jetzt hier mal in die Main und können nochmal vernünftige Werte setzen. Set Vorname Carsten. Dann bleibt das Alter jetzt bei 10. Passt ja auch ein bisschen. Nachname Biemann. Und dann sagen wir, lieber Test, gib dich mal per Info auf dem Bildschirm aus. Und dann klappt das auch. Wir können jetzt auch in die Deklaration hier auch schon diese Startwerte mit reinmachen. Gut, für die brauchen wir das nicht. Wir können aber sagen, ohne Vorname, machen wir das mal so. Ohne Nachname, das geht auch so. Und das Alter ist dann am Anfang 0.
sodass, wenn wir eine weitere Person uninitialisiert nehmen, können wir diese Person uninitialisiert sofort mit Info mal starten. Und dann wird diese Person natürlich sagen, hier, ich bin ohne Vorname, ohne Nachname, hat das Alter 0. Ja? Und jetzt kann man gerne, wenn der Chef sagt, das sieht aber ein bisschen blöd aus und so weiter, dann könnte man natürlich noch sagen, ja, wenn das Alter 0 ist, dann soll irgendwie nicht initialisiert auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Also würde man in die Implementation reingehen und sagen, nur wenn das Alter nicht 0 ist, ja, dann tue das. Ansonsten STD Person noch nicht initialisiert auf dem Bildschirm ausgeben. So, dann haben Sie nur eine Stelle und dann funktioniert das. Und selbst wenn Sie es öfter hätten an verschiedenen Stellen, wir müssen die Schnittstelle verwenden. Wir haben jetzt eine Methode und dann haben wir nur an dieser einen Stelle was verändert und es wirkt sich auf das gesamte Programm aus. Das ist die Idee dahinter. Okay, also Trennung, Deklaration, Implementation. Das können wir jetzt aus Spaßeshalber nochmal für eine weitere Klasse machen. Ich würde jetzt mal anfangen und würde Ihnen das als eigene Übung nochmal überlassen. Also wir machen jetzt nochmal eine Klasse Student. Also File New, hier File in Xcode. So. Student. Also create header file ist wichtig. Ja, und in der Übung machen wir das mal, wie das in Eclipse geht, wenn Sie es nicht schon selbst herausgefunden haben. Es soll auch in den Projektordner rein. Eigentlich soll es hier rein mit. So. Ups, jetzt hat es doch aus Versehen woanders. Ich kann das aber noch verschieben. Das sollte hier klappen. Genau. Eigentlich will ich es hier in den gesamten Dings mit drin haben. So. In die Student-Hub-Header-Datei, also .h oder hier HPP, packe ich meine Deklaration rein, die da lautet Class Student. Dann kommen hier die ganzen Private-Sachen rein. Wir machen es nochmal zur Übung, dass wir sagen std String Name und Integer Artikel Nummer und in den Public Bereich machen wir, also String kennt er nicht, ist klar, include IO Stream, okay, so, public, void set Name, std String wird übergeben, mehr muss ich nicht machen, void set Matrikelnummer, ein Integer wird übergeben, mehr muss ich nicht machen, ich kann sagen, ich bekomme einen String zurück, wenn ich getName mache, ohne Parameter. Und ich bekomme einen Integer zurück, wenn ich getMatrikelNummer mache. So, das wäre einfach nur die... Ah, mit Wollen vergessen, das ist die Deklaration. Jetzt kann ich in der Main auch schon hingehen. Lustig, Studenten anlegen. Student Beispiel. Und ja, kann dem Beispiel auch sagen, Punkt, ah, kennt ihr nicht, Beispiel, ja, klar, include, so, Student, HPP, da haben wir es, schon, Beispiel, Punkt, da, und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, Set Name, dem geben wir auch mal einen Namen, auch nochmal Carsten Wiemann, und da sagen wir Beispiel, Punkt, Set Matrikelnummer, 0815 4011. So, wenn ich das aber versuche zu kompilieren, dann wird es fehlschlagen. Er wird wieder sagen, Set Matrikelnummer, Set Name geht nicht, ist klar, weil ich es noch nicht implementiert habe. Also gehe ich in die Implementation von Student, also in die CPP und dann, Kommentar weg, sage ich Folgendes. Also kein Rückgabewert zu der Klasse Student. Die Methode setName, stdString, dem muss ich jetzt natürlich dem Parameter einen Namen geben, einen Bezeichner, neuer Name. Sage dann Name gleich neuer Name, also das Attribut. Ne? So, ich selber mache ich nochmal für Student setMatrikelNummer int neue Nummer ist dann Matrikelnummer gleich neue Nummer
das war's. Und wir haben ein STD-String als Rückgabewert von der Klasse Student. Jetzt vertippe ich mich aber oft. Student get Name. Und dann macht er nichts anderes als Return Name. Und wir haben ein Integer als Rückgabewert von Student. Ups. Get Matrikelnummer. Return Matrikelnummer. Und das war's. Und so trennen wir die Deklaration von der Implementation bei der Klasse Student. Gehen wir nochmal hier rein. Ich versuche nochmal das Ding zu kompilieren. Er sagt, funktioniert, gibt keine Fehler. Sehen Sie auch hier. Also klappt das. Und wenn Sie wollen, können Sie jetzt noch eine Infomethode machen oder gib aus und sonst was. Also Trennung, Deklaration, Implementation bedeutet, wir trennen auf in eine Header-Datei, hier unter Xcode HPP, sonst eigentlich immer nur .h. Dort kommen nur die Deklaration rein, keine Implementation, also keine geschweiften Klammern hier, was da passieren soll in der Methode, sondern nur die Attribute und entsprechend ja, hier auch, was es alles für Methoden gibt und wie die Schnittstelle entsprechend aussieht, Rückgabewert, Parameter und so weiter. Und wie gesagt, den Parametern müssen Sie hier bei der Deklaration noch keinen Namen geben. Wenn es eindeutig ist wie hier, finde ich das auch ganz gut. Aber wenn das nachher kompliziertere Aufrufe sind mit ganz vielen Parametern, wird es irgendwann problematisch, wenn Sie da so int zu stehen haben und wissen nicht, naja gut, was war der erste int, was war der zweite int, da können Sie denn irgendwie Namen geben, ne? Das ist dann hier int Matrikelnummer, das andere ist dann vielleicht die Einschreibedatum oder irgendwie sowas, dann macht das schon Sinn, da schon Bezeichner hinzuschreiben. Es müssen übrigens nicht dieselben sein wie bei der Implementation, aber ich finde es sinnvoll, wenn Sie da dieselben Bezeichner reinschreiben. So, und in die CPP kommt die Implementation rein, weil es nicht innerhalb der Deklarationsklammern oder im Gültigkeitsbereich der Deklaration liegt, müssen wir dem Compiler immer mitteilen, das ist jetzt die Methode der Klasse Student, die wir hier implementieren, sodass wir immer Student Doppelpunkt Doppelpunkt für die Klasse Student davor schreiben. Oder entsprechend bei der Klasse Person, Person, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Also immer das, womit wir die Klasse deklariert haben mit dem Bezeichner. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, Sie kriegen es hin. Versuchen Sie mal, das mit Eclipse bei sich zu Hause auf Ihrem eigenen Rechner zu machen. Ansonsten sehen wir uns natürlich dann in der Übung und machen das dort gemeinsam. Bis dahin. Ciao.